Für viele gehört zu Weihnachten neben einem Weihnachtsbaum auch eine Krippe unbedingt mit dazu. Die gibt es ja heutzutage in etlichen Ausführungen, von traditionell bis modern, von üppig bis ganz puristisch. Wir haben die Holzbildhauerin Petra Rentrup in ihrer Werkstatt in Reda-Wiedenbrück besucht. Bei ihr entstehen in liebevoller Handarbeit die Tiere und Figuren rund um die Weihnachtsgeschichte und dabei kümmert sie sich gerne auch um Sonderwünsche. Vor Weihnachten hat Petra Rentrup alle Hände voll zu tun. Schließlich müssen ihre Schäfchen spätestens Heiligabend in der Krippe stehen. Die Familie, die hat sich jetzt ein kleines säugendes Lämpchen gewünscht und ja, einen Widder. Also den Vater sozusagen. Genau, sie haben schon, glaube ich, ein paar Schafe zu Hause stehen und der Papa, der fehlt jetzt hier noch. Man hat auch immer eine Beziehung zu seinen Kunden, ne? Also die sammeln ja häufig und man kennt sich dann erst noch nicht so gut und oftmals sind keine Kinder im Spiel, dann kommt vielleicht nur das Pärchen erst. Später kommen dann Kinder dazu, dann suchen die Eltern nicht mehr aus, sondern die Kinder suchen die Figuren aus. Und ja, so habe ich zu jedem Kunden schon einen richtig schönen Draht. Das macht Spaß. Ihre Werkstatt und ein kleines Atelier hat Petra Rentrup auf dem elterlichen Bauernhof am Ortsrand von Reda-Wiedenbrück. Seit über 20 Jahren arbeitet sie als Holzbildhauerin. Ihre Handschrift erkennt man sofort. Es ist für mich schon wichtig, dass man diesen besonderen Tag, ja, dass man da die Freude auch sieht. Und da muss man dann sehen, dass man die Gesichtszüge schön passend ja, fertigt, ne? Mhm. In der Weihnachtsausstellung kann man ihre Krippenfiguren anschauen und kaufen. Für Johanna und Gustav Borgelt ist es was ganz Besonderes, hier ihre Tiere selbst abzuholen. Vor einem Jahr haben sie sie sich ausgesucht. Habt ihr eine Krippe, wo das so passt? Ja, ein Schaf, da steht und er kann das unten drunter kriechen, so. Genau. Okay. Die sind so echt, so authentisch. Ich finde, die sind einfach mit so viel Liebe auch gemacht, ne? Also das ist einfach schön. Und jedes Jahr stellt man dann ein oder zwei Figuren neu dazu und die Kinder haben unheimlich Spaß dran, ne? Während Petra Rentrup schon wieder weitermacht mit der nächsten Krippenfigur, bringen Johanna und Gustav ihre Schäfchen zu Hause zur Krippe. Und wer ganz genau hinschaut, der sieht nicht nur bei den Kindern ein Lächeln auf den Lippen. Ich finde es echt süß, wie das Lämpchen da unten drunter kriecht. Ja, ne? Ja, wirklich schöne Figuren, finde ich.